Sie haben euch, wenn ich euch im Estrich gefunden habe, X30 Luchtdenk, Kommstall-Edition, exklusives Shit von 66 Heroes. Die nehme ich jetzt ab und schalte es extra für euch frei. Und Marc, falls du zuschaust, du bist komplett Dings, Junge! Oh, jetzt viel Spaß mit dem Video. Willkommen zum neuen Video. Heute machen wir am Ribis sein Mad Max Ciao weiter. Da hat er schon einige Teile ausgefasst. Alle zeige ich euch noch nicht, aber alles, was wir verwendet. Heute ist Gabel, Pneu, die komplett etwas anderes werden. Weil heute geht es dem Rahmen richtig an den Kragen. Da bleiben wir gespannt, nach dem Intro geht es gleich los. Also, Mad Max. Ich bin ein scheiß Schluch, Mann. Hallo? Marvin, bist du? Ah, Werbespot für McDonalds, Mann. Komm mal wieder arbeiten. Geht ernsthaft, muss ich euch jetzt das Wort zum Sonntag mitgeben. Der folgende Clip, der ist nichts für schwache Nerven. Da wird ein originaler Rahmen, Trennscheiben angesetzt, Teile rausgeflext. Ich kann selber ein bisschen Bammel, aber das muss jetzt einfach sein, weil der Kunde ist König und der Ribi will ja ein Mad Max Ciao. Darum bringe ich seinen Wunsch in Erfüllung auf eine einigermaßen gute Art. Für alle Originalliebhaber, wegschalten, Augen zu erheben. Wir machen ja dickere Pneu an. Jetzt gerade verbauen, die hinten ist zwar 2¼, der vorder ist, das ist ein 2er. Was wir anmachen, sind die hier. Und zwar sind das 3 Zöller. Hier innen 76 mm irgendwo unterbringen wird sehr knapp, weil das sind ja ein bisschen mehr, weil es noch Stollen dran haben. Das andere Problem, das wir haben, bei der Ciao ist es ja so, dass das Hinterrad fix ist. Das heisst, wir können nicht einfach mit der Radspanner ein bisschen weiter raus, ein bisschen weiter hinten ziehen. Da tun wir ja die Riemenspannung über den Motor machen. Zwangsläufig wird es hier innen Anpassungen geben. Da müssen wir flexen, da müssen wir schauen, was wir machen. Tut mir selber ein bisschen weh, aber absolut geile Sache. Bevor ich jetzt mit den Pneu anfange aufziehen, schreibt doch hier mal in die Kommentare. Wie steht ihr zu diesem Projekt? Ist es okay, dass man so einen Rahmen zerflext? Hätte das lieber nicht gemacht? Allfällige Drohbriefe, Hasskommentare, viele Pribis bei uns im Marketing. Ich fange mit den Pneu an. Juhu! Hey Roger, mach Musik. Dick, Mann. Scheiß auf 0 Bar, 4 Bar. Und jetzt das Problem haben wir hier. Mit eigentlich nur das Heck um da zu verlängern. Da liegen wir auf. Gute 2 cm, wo wir hier zu früh aufstehen und hier bis oben müssen. Flex Action Incoming. Zum Vergleich, das war der, der vorne rein war. Mir gefällt's. Ich mache jetzt den. Und wenn der fertig ist, machen wir weiter. Die Rädchen sind jetzt fertig, wir machen weiter. Was sich der Ribis auch gewünscht hat, dass wir nicht mehr die originalen Gabeln nehmen, weil wir da sowieso keine Chance hätten, um den reinzubringen. Darum haben wir hier das Höchste, was die Technik zu bieten hat. Natürlich einfach eine EBR-Gabel, offizielle Puch-Gabel. Die ist einiges kürzer, wie wenn ihr die EBR-Gabel für Piaggio nehmt. Da auch einiges geiler. Das ist der absolute Hammer. Vielleicht noch schnell zu den Pneu. Geil ist das, dass das einfach so richtig, richtig schön knapp ist. Das sind Fortune Pneu. Grundsätzlich eh noch ein bisschen mäßig, lässig. Aber ich fahre ja auch die Stollenreifen auf meinem Frankenstein Hippie. Und habe mit denen noch kein Problem gehabt. Wir schauen jetzt mal, wie es beim Ribis kommt. Zuerst schauen wir mal, wie der Ciao aussieht mit dieser geilen Gabel drin. EBA-Qualität, da sieht man jetzt sofort. Was natürlich den höchsten Ansprüchen entspricht. Wir lackieren das Ganze noch. Das heisst, wir machen jetzt hier keinen Lagersatz. Stürlagersatz 3. Was es noch zu beachten gilt, die Puchgabel, die EBR-Gabel für den Puch, ist kürzer wie die EBR-Gabel für Piaggio. Durch die Pneu aber ungefähr 2 cm wieder höher. Also es gleicht sich so ein bisschen aus. Jetzt machen wir schnell den Lenker ran. Ich tue jetzt ein bisschen Spoiler. Ich verrate jetzt einfach mal, was wir machen. So, gut. Jetzt einen schönen, tiefen, schwarzen Lenker. Da kommt alles noch ein bisschen hinterher, wenn wir hier ganz reinkommen. Alles in allem kann man sich wirklich was darunter vorstellen. Als nächstes schneiden wir jetzt hier raus. Und das ist jetzt eben die Szene, wo ihr Originalliebhaber wegschalten müsst. Und euch dann am Schluss hoffentlich freuen, wie das ganze Ding aussieht. Also ich nehme die Flex, schneide hier raus und das Ganze nachher natürlich verstärken, weil der Teil vom Schutzblech, der hebt den ganzen Rahmen zusammen, dass der hier nicht abknickt. Also das Ganze wieder auseinandernehmen.
Alle mit den schwachen Herzen wegschauen. Okay, zwei Teile von der Seite hier sind rausgeschnitten. Jetzt können wir das Rad nochmal reinheben und schauen, ob das schon lange hat. Wie schon der Konfuzius von der Töffli gesagt hat, Kastel ist immer ein Kompromiss. Was ist, wenn wir das komplett neu machen? Das ist eine Option. Aber dann hätte ich es ganz lassen können, wäre schade. Ja, da sind wir noch ein bisschen Knebe. He? Wir sind noch nicht ganz drinnen und stehen trotzdem schon überall an. Wir müssen ja den Teil hier irgendwie behalten, dass die Stabilität bleibt. Jetzt würde ich hier probieren, das rauszutrennen, das Blech, das hier drunter ist. Das Ganze so ein bisschen vorziehen. Weil hier unten haben wir gerade so 5 mm Spiel. Wenn wir das Ganze so ein bisschen verlängern können und dann so ein sehr knappes Fitment haben, dann wäre natürlich super. Ja, auch Hinterrad ist mal drinnen. Ist doch noch recht aufwendig, so einen 3-Zoll-Pneu, Stollen 3-Zoll-Pneu hier unterzubringen. Nachher geht es noch darum, wir haben jetzt hier wirklich richtig fest geschwächt. Ui, da ist ja ein Flickerteppich geworden. Hier tun wir jetzt eine komplette Ecke nie machen. So ein Lochblech zeichnen wir dann an. So, la. Scheiße, Mann. Er war eine kleine Dampfwalze. Klatschen wir die Dinger drauf und dann sind wir am Rahmen schon ein Stückchen weiter. Dann können wir die Nähe vom Lackieren. Da kann ich den Öl machen. Ach du Scheiße, da bin ich mal einen Tag nicht da. Guckt euch das mal an. Elias goes wild. Aber wenn das ist, was Ribi will, dann kriegt er das. Was ich auch besonders geil finde, ist das dicke Rohr von Elias. Alter. Habt ihr das mal gesehen? Nee, danke. Das ist mir unangenehm. An der Baustelle habe ich mir so Gerüst abflexen. Wollte ich sagen, welches Haus fällt jetzt zusammen? Wahrscheinlich immer noch einfacher montiert wie die von EBR. Ja, da musste ich auch noch ein bisschen aufmachen, zum Spreizen. Und das wird jetzt... Da müssen wir jetzt wieder zumachen, sonst spritzt uns die ganze Zeit den Motor an, das will man ja nicht. Mäd ist auf jeden Fall, was wir hier machen. Jetzt müssen wir hier mal verschleifen, das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Ich habe mit dem Ribi noch angeschaut, der hat eben nebst der riesen Rahmenverstärkung... Baugerüst. ...hat er hier noch Mad Max Werkzeugbox. Weißt du, was das ist? Nee. Offiziell. Ja, von Militär wahrscheinlich, oder? Gamelle, da drinnen kommst du dein Essen über. Nee. Sogar dann einmal Süppchen. Ach, krass. Hat sogar Besteck und alles drin. Nee. Schnauzgenerator. Nee. Aber wir nehmen es jetzt natürlich als Werkzeug. Digga, ist das echt für Schuhe? Rein damit wieder. Heute machen wir noch. Dieser Blitz, also. Alter, Roger hat mich aus dem Konzept gebracht. Plan für heute, schön verschleifen, schick machen, Strebereien und eigentlich die ganzen Schweißarbeiten finalisieren, damit es dann nächstes Mal schon an den Lack gehen kann. Also Metallarbeiten, wir legen los, ich lass kreisen. Willst du doch gerade schliefen? Ja, würde ich eigentlich dann machen. Wirklich? Du musst bitte noch Glühschoner anlegen, weißt du, jetzt kommt der Zuber auf Besuch, da musst du doch Glühschoner anhaben. Sie haben diese Videos gesehen, jetzt kommt Zuber schauen. Was? Laber nicht. Oh, Scheiße. Wir machen doch immer Witze. Okay, das ist jetzt für die Suva hier. Guck, Glühschoner beim Schweißen und Flexen. Grüße gehen raus an Suva. Ja, überleg mal, jetzt hier einfach so eine Halterung
Und dann fährt man einen Spoiler, einen fetten Wing. Ja, ich glaube, wir machen hier unten den weg, hier zuschweissen, dann nochmal schnell verschleifen und dann noch Blech drüber. Und wenn du das zuschweißt, das wird richtig hässlich, ich kann es ja nicht verschleifen. Und so wäre es gerade zu. Also der Plan ist jetzt, hier ein gerades Blech nochmal drüber zu setzen, aber dass es hier wieder ein bisschen schöner ist. Das mit dem Loch hier unten ist dann auch gleich gelöst. Das decken wir damit ab. Und zum Glück hat Ribi den schon eingelöst vorm Umbau, weil mit dem Loch wäre er niemals durch die Kontrolle gekommen. Reinballern ins Ohr. Nicht arbeiten. Was ist das hier? Ah! Was für ein Bühok, Mann. Okay. Wir präsentieren den Eierspreizer. Hier ist sogar ein Schlitz drin, dass wir genau hier auf den Rahmen kommen und möglichst weit runter zu kommen beim Montieren. Jetzt kann das hier ausgerichtet und verschweißt werden. Nach dem Rieb ist sein Werkzeug drin, sein Notfall, weiß ich, Material. Hat auch mit der Rasterung vom Lochblech ganz schön Löcher gebohrt. Kommt das da dran an. Und der Deckel, den kannst du jetzt hier so drauf machen und wieder wegnehmen. Schweißen wir jetzt noch die Stange hier rein, oder wie sieht's aus? Was war das denn? Ah! Alter, die geilste Art zum Schweißen geht über den Tank auslassen. Du hast das gar noch nie zusammengesteckt gesehen, gell, mit Rädern. Das würde ich gerne mal sehen, wie das aussieht. Wir stecken das schnell zusammen. Jetzt mit der Strebe und bevor allem. Bevor wir da Ende Gelände machen, stecken wir das Ding schnell zusammen. Ich glaube, das wird die massivste Chau also, es ist wirklich in der Schweiz. Yes. Hebst mal schnell, ich mach da schnell ein Ding drauf. Alter. Die müssen wir danach mal neben der originale Chau stellen, wenn sie fertig ist. Das erkennt keiner mehr. Alter, was ein geiler Lenker auch. Also die Räder und die Gabel machen es aus. Das wird noch gekürzt hier, ne? Der genau. Sattel kommt schön tief. Boah, dieses fette Rad, wenn du hier vorne runter guckst. Da vorne hat der Ribi so etwas ganz Spezielles. Das hast du gesehen, nächste Episode. Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren, wenn ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht. Es ist massiv unbequem mit meinem Arsch da drauf. Ich muss leider runter. Lack ist das nächste Thema. Leder das übernächste. Was? Und was wir uns alles noch Wildes überlegt haben, seht ihr im nächsten Video. Also, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Macht es gut. Und wir gehen jetzt in den Feierabend. Tschüss. Mittag. Es freut mich, Ihnen die Hand zu schütteln.